Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Need for Speed Underground 2. Nächster Rundkurs. Wir brauchen Geld. Und vor allem brauchen wir Siege. Hier wieder drei Runden. Ja, ich glaube, langsam wird es halt echt ein bisschen mehr. Obwohl der wieder etwas kürzer zu sein scheint. Mal rechts dran vorbei. Hier wieder die Sache mit der... Wo ich glaube, das war einfach nur die... War keine unsichtbare Wand bei der letzten Folge, sondern... einfach Dings, diese tiefe Mauer. Da kann der leider... Na gut, die sind ja echt so tief gelegt. Es macht eigentlich Sinn, dass der nicht drüber kommt. Sehr viel zu sliden. Aber ja, auch hier wieder eine etwas längere Strecke. Okay. Fahr bitte nicht genau dagegen. Zum Glück haben wir noch Vorsprung gehabt. Es war deutlich geschrumpft. Hier rüber, ich weiß. Dann haben wir gleich die erste Runde. Aber sollte werden, denke ich. Wechselst du einfach so die Fahrspur? Ich saß halt auch übel mit der Leitplanke in der Mitte. Sieht man halt nicht. Also zumindest der Ansicht. Auch mal direkt zurücksetzen und weiterfahren. Das kostet sonst auch wieder unnötig Zeit. Keine gute Runde. Keine gute Runde hier. Ja, die Strecke ist lang. Also wenn die Rundkurse wohl, glaube ich, echt so ein Stückchen länger. Zweieinhalb Minuten für eine Runde ist echt viel. Also dafür, dass es drei sind. Mann! Ich dachte, ich komme nur dran vorbei. So, danke fürs Zurücksetzen. Danke, dass mein ganzer Vorsprung jetzt weg ist. War eh nicht viel. Naja, diese kurvige Strecke, viel zu viele Autos. Auch die Tatsache, dass es mittlerweile relativ spät ist und ich nicht mehr so ganz konzentriert bin. Die Sache mit der Vorproduktion immer. Ja, ich glaube, ich bin nur einfach an dieser Mauer hängen geblieben. Jetzt, wo ich mir das nochmal genau angeschaut habe, während ich mit ein paar hundert Sachen vorbei bin oder 100 irgendwas. Das passt schon. Aber ja, hier ein bisschen mehr konzentrieren, gucken, dass da jetzt nicht so viele Autos rumfahren. Wenn daran vorbeikommen, hier jetzt nicht gegenfahren. Ja, das war echt keine schöne Kurve. Kommt halt alles sehr plötzlich. Hier, das sieht ja auch auf den ersten Blick so aus, als würde es halt geradeaus weitergehen. Dann merkst du, ups, da ist hier eine Mauer, eine sehr tiefe. Da auch hier so ein Leitplankenrot gewesen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich nur, wenn sonst noch Straßen. Nee, doch, wenn halt wirklich Straßen da, wo man reinfahren könnte. So, hier sind jetzt weniger Autos, immerhin. Da ist da jetzt eines direkt vor mir. Ah, viele Crashs hier, aber
unübersichtliche, verdammt unübersichtliche Strecke. Gab in den ganzen Hoch- und Tiefwechseln, also Höhenwechseln eben, dauert es immer so ein bisschen, bis die Kamera nachkommt. Dann sieht man halt nichts mehr. Aber ja, dafür kommen wir durch. Besser als beim letzten Mal, aber schön ist anders. Hier lass mich einfach von der Leitplanke dann leiten. Und dann gucken, ob wir es jetzt beim dritten Mal etwas besser hinkriegen. Ja. Da hätte ich auch ein bisschen besser bremsen oder anders bremsen müssen. Besser auf jeden Fall und anders. Das war gerade gut. Das hat wunderbar funktioniert. So, ein bisschen fliegen. Ja. Ja, es ist halt echt, als halt in der Luft, da kommt direkt eine scharfe Kurve, danach hat man sehr, sehr wenig Zeit, also, oder muss halt direkt von oben schon langsamer hinfahren. Sehr, sehr wenig Zeit zu reagieren. Wenn, ist es meist schon zu spät. Genau das meinte ich. Das sieht man halt echt schlecht, dass da auf einmal eine Leitplanke kommt. Naja. In jeder Runde irgendwo gegengefahren. Dann bleib ich wenigstens der Linie hier treu. Dem Fahrstil. Aber wie gesagt, keine schöne Strecke, super unübersichtlich. Nicht viel Sicht voraus. Wir haben es jetzt gleich geschafft. Üblich alles an Niro, was wir noch haben, raushauen. Das war's. Hui, da freut sich das Auto. So, wieder neues Zeug. Ach, jetzt gibt's einen neuen Eco, okay. Ich glaube, dann fahren wir das Rennen noch und holen uns danach den Eco. Dürfte aber auch schon, das ist glaube ich schon Stufe 3 sein. So, dann möchte ich da bitte jetzt einmal nach vorne, danke. Das dann jetzt halten. Ja, wie gesagt, die sind jetzt mittlerweile doch sehr hartnäckig geworden, die Gegner. Halten doch einigermaßen mit. Oh, kurze Strecke. Problem, ich darf mir dann nicht so wirklich viele Fehler erlauben, aber ich glaube, ihr macht dann auch ein paar, wenn ich hier welche mache. Da sollte ich weniger Handbremse und mehr normale Bremse nehmen. Für hier Handbremse, oder? Auch hier mehr mit der normalen, glaube ich. So, hier kombiniere ich das mal, weil ich gerade eher am Schrumpfschleudern bin. Ah, das war, glaube ich, okay. Und wir haben auch schon die vorletzte Runde, sehe ich. Letzte Rennen war jetzt so lange, das hier ist halt so kurz. Ja,
Ah, und hier ist echt schade. Kann den nicht mit Vollgas durch. Da ist die Kurve dann doch etwas zu eng für. Hier habe ich wieder viel zu viel runtergebremst. Ab hier lohnt sich die ein bisschen ausführlicher zu fahren. Das war's. Ja, wie gesagt, im Moment reicht es halt echt nur noch für 200 Punkte. Gegner sind hartnäckiger geworden. Gucken wir, das ändern können, wenn wir jetzt Turbo oder Chip-Tuning betreiben. Sprintrennen hier. Hallöchen, dich haben wir gesucht. Hey, nur Langweiler fahren ein Auto von der Stange. Als König der Straße brauchst du das besondere Etwas. Hier bekommst du die richtigen Tuning-Teile, um aus deinem Kätzchen einen Tiger zu machen. Ach, wollen wir beide einbauen? Wird das insgesamt besser, sehe ich gerade. Okay, gut zu wissen. Das heißt, das... Okay, wir müssen dann doch beides. Macht natürlich auch Sinn. Das sehe ich schlechter. Fahrwerk. Das bringt mich auch ein bisschen zurück. Da haben wir beide. Ja, ebenso. Okay. Wir haben ein bisschen was ausgegeben. Schon rührt er durch die Gegend. Nehmen wir doch direkt den Sprint da hinten mit, wo wir vorbeigefahren sind. So, ist fit. Legen wir los. Eine Spitze setzen und wir nochmal eine Runde drehen, wie es aussieht. Das glaubt mich, dass ich nicht so sehr aus der Bahn geworfen, wie ich befürchtet habe. Ja, lässt sich ein bisschen schwieriger, schwergängiger fahren gerade. Aber ich glaube, dafür haut er auch ordentlich rein. Aber nicht so sinnvoll. Habe ich die Kurve gerade etwas überschätzt. Dass ich da zu früh aufs Gas oder zu stark aufs Gas gegangen bin. Einmal knapp vorbei an dem Auto. Das gewonnene Nitro wird direkt mal verheizt. So, Hälfte haben wir ungefähr. Ja, lässt sich aber tatsächlich gut fahren, die Strecke. Untergebremst. Ist nicht so sonderlich kurvenreich, kenne ich gar nicht mehr. Eine Strecke, wo ich Gas geben kann. Die Geschwindigkeit ausfahren. Hm. Nicht schlecht. Okay, hier wird es gebremst. Das war zu viel. Aber wir haben noch Nitro.
Das verheizen wir jetzt natürlich auch noch. Wir können den wir noch einmal kurz tunen lassen. Fahrt schon mal vor. Ich muss noch kurz meinen neuen Kotflügel oder irgendwas anbringen. Die Abkürzung nehmen können. Das hat sich wahrscheinlich auch richtig gelohnt hier. Ja, wir haben es. Zeig dich von deiner besten Seite. Automax will dich auf seinem Cover haben. Okay. Dann können wir wieder Sternchen abfahren, glaube ich. Zack. Jupp, einen oben, einen unten. Ich glaube, den nehmen wir noch gerade mit. Das war viel Fotos die letzte Zeit. Na gut, wird ja auch etwas länger hier. Etwas ausführlicher. Wo das Navi uns jetzt hinbringt. Und vor allem wie sinnvoll. Ah, ich glaube, jetzt geht's. Ja gut, jetzt spinnst du wieder rum und wir müssen ja, da hoch. Dann sollten wir auch tatsächlich hier rüber fahren. Genau. Ich glaube, das passt auch ganz gut. Die lassen wir mal. Das sieht wieder so aus, als müssen wir hier wieder Rennen fahren, ne? Schön eng hier. So, ja. Das machen wir noch gerade. Knapp unter 2 Minütchen. Meinst du, andersrum ist schneller? Kann sein, aber jetzt sind wir ja schon mal hier. So, dann hast du dich jetzt auch umgeschieden. Ja, ich glaube, es wir gedreht hätten, hätte das nicht so viel gemacht. Da hat man gerade riesiges Glück. Hätte uns auch voll in die Leitplanke hier hauen können. Also, wie gesagt, alle möglichen anderen Sachen. Ich glaube, wir können jetzt eh keine Rennen annehmen. Lassen wir dann mal sein. Hier rüber. Okay, ist in Ordnung. Dann machen wir das doch mal. Zum Glück ist gerade tatsächlich wenig Verkehr. Es geht. Ja, eine halbe Minute noch. Aber das sollte machen. Ich meine, ich bin jetzt die ganze Zeit schon Vollgas gefahren, habe eigentlich kaum Fahrfehler gemacht. Hier ist es dafür sehr kurvig. Das wird knapp. Ich glaube, das schaffen wir auch nicht mehr. Ich hätte doch andersrum fahren müssen, wie es scheint. Ja,
Dann fahren wir jetzt diesmal unten rum. Mal gucken, ob das besser geht. Achso, ich sehe aber gerade, die Zeit ist rum. Na gut, dann fahren wir das halt in der nächsten Folge fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao.